Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wir sind ja bei Temu gerade dran. Und dann würde ich sagen, wir machen uns jetzt, nehmen uns jetzt erstmal die Autosachen noch vor. Machen dazu jeweils ein Video und dann, ja. Kommen die Figuren dran. Wie gesagt, das ist hier ein Armlehnenschutz, will ich es jetzt mal nennen. Ja, das ist halt für die Mittelkonsole. Habe ich ja in meinem einen Kanal, also Kanal nicht richtig, aber halt so ein Ding. Und beim VW ist es halt so breit und beim Qashqai ist es halt wirklich breit aus Leder. Und weil ich das Leder schützen will, hier haben wir dann hier unten Gummi, was an die Rutsch sein soll. Und wir haben dann hier Gummibänder. Und dann machen wir das so rauf. Und entweder so, dass der Totenkopf nach vorne oder so, dass der Totenkopf nach hinten zeigt. Ich werde es so rauf machen, weil ich will den ja sehen, wenn ich runter gucke mal. Ja, gibt es auch noch mit bunten Totenköpfen, aber mir hat der mit dem Zerfließen und mit den Augen und dass man so reingucken kann, hat der mir sehr gut gefallen. Und deswegen habe ich mich für den entschieden. Ja, fühlt sich auch gut an. Die Nähte sind auch nicht hart oder so. Das guckt auch nichts raus, was piekt oder so. Ja, bin zufrieden. Ja, die Knickstelle ist jetzt halt ein bisschen doof. Ja, die sieht halt wirklich doof aus. Da hoffe ich, dass sich das dann halt vielleicht mit der Zeit noch gerade liegt. Aber hier sind echt dünner geworden. Aber man weiß es ja nicht. Wenn man den Da wird schon weniger. Also wenn ich langziehe, ist es weg. Aber ich denke mal, mit der Zeit wird es besser. Ah, das Einzige, was ich jetzt hier gesehen habe, hier ist es halt drüber genäht. Ah, seht ihr das? Das hätte ich mir gewünscht, dass es halt nicht da ist, wo man gerade mit dem Arm so drauf macht, dass es halt hinten oder vorne ist. Weil da komme ich mit dem Arm nicht ran, aber hier, ja, oder der Beifahrer kommt hier mit dem Arm ran. Also das ist eine blöde Stelle, dann lieber hinten oder vorne. Ja, würde besser sein. Ja, das werdet ihr auch später nochmal sehen, wenn mein Auto bald fertig ist. Das ist ja noch in der Werkstatt jetzt wegen dem Sturmschaden, weil der Baum ja hochgefallen ist. Wenn das jetzt fertig aus der Werkstatt rauskommt, werde ich ein Video machen mit dem Radio. Ich werde euch alle teilen. Dann werdet ihr auch das wieder sehen, was, wenn ich das im Auto, weil ich sage, kommt ihr ins Auto rein und werde euch die Teile zeigen, die ich im Auto habe und werde mein Fazit dazu geben. Da sind auch ein paar Temu-Teile mit bei, ein paar Alibaba-Teile sind mit bei, Amazon-Teile sind mit bei. Da kommt dann noch was, auf jeden Fall. Aber hierfür mache ich erstmal einen Cut. Ich mache euch das mal in die Videobeschreibung. Die haben auch, wie gesagt, noch ganz, ganz andere. Auch Totenkopf mit Rosen und auch mit Drachen drauf. Und ganz, ganz viele so eine haben die. Also ihr müsst jetzt nicht den unbedingt kaufen. Ihr habt auch ganz, ganz viele andere davon. Und so schütze ich halt mein Leder und mache da drauf. Und wenn es wirklich mal so dreckig ist, dass es nicht, oder wenn man es nicht waschen kann oder kaputt geht durch Wasser, hat ein paar Euro gekostet, schmeiß ich weg, hole ich mir ein neues. Ja, und dann. Aber so schütze ich halt das Leder. Lieber das als das Leder. Leder ist teurer. So, aber nichtsdestotrotz, bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.